Was macht eine Stadt wie Mödling lebens- und liebenswert? Eine simple und gleichzeitig auch komplexe Frage, die den hier lebenden Menschen von Seiten der Stadtentwicklung, der Politiker und Politikerinnen in den letzten Jahren bei vielen Gelegenheiten gestellt wurde. Zum Beispiel bei der Online-Umfrage, da waren ganz einfache Fragen dabei, so wie, was ist Ihr Lieblingsplatz in Mödling? Einfach so, um auf das Thema hineinzukommen. Oder was ist der Schandfleck in Mödling? Es war sehr interessant zu sehen, dass die Menschen einerseits positive Dinge wahrnehmen, sodass schon ein gewisses Bemühen von Seiten der Stadt da ist, aber sich zum Beispiel zu 80% dazu äußern, dass mehr Klimaschutz passieren sollte oder dass die Grünräume mehr vergrößert werden sollten oder erhalten bleiben sollten. In den letzten Jahren sind so viele bereits verbaute Flächen im öffentlichen Raum umgebaut und neu gestaltet worden. Die Projekte, die in der Vergangenheit wirken, nämlich die Bebauung im Neusiedlerviertel, das ist das eine, womit wir gewonnen haben. Das andere, dass wir auch eine Parkanlage mit Neuschaffung von Wohnraum in der Schleusnerstraße schaffen. Da war ja schon etliches versiegelt. Und das Zukunftsprojekt wird noch das Leinergebäude sein. Hier wollen wir vor allem darauf schauen, dass die Substanzen, die vorhanden sind, das Baukulturerbe sozusagen bewahrt wird und nicht weiter versiegelt wird. Dazu gehört zum Beispiel auch die Gestaltung der öffentlichen Grünräume. Also alles, was wir jetzt in Mödling auch gärtnerisch gestalten können, wird wieder mehr Naturnähe bekommen. Es gibt keinen mineralischen Dünger, es gibt keinen Pflanzenschutz, keine Pflanzenschutzmittel. Und wir verwenden mittlerweile auch in der Gärtnerei heimische Pflanzen, ausschließlich heimische Pflanzen. Dort, wo wir schon Beschattung haben durch Bäume und so weiter, Waldbodenpflanzen, die den Standort gut vertragen, die wenig Pflege brauchen und die auch attraktiv sind, Dauerbepflanzungen, pflegeleicht und so weiter. Und auch das Pflanzenkleid am Boden macht natürlich viel für das Klima, für das Wohlbefinden. Es ist das grüne Kleid einer Stadt mit den Bäumen und das können wir in Mödling sehr gut herzeigen. Ziel ist es, den gemeinsamen Raum in der Stadt attraktiv und effektiv zu machen und dabei Vorhandenes zu nutzen, um die wertvolle Ressource Boden zu schonen. Denn gerade für wachsende Städte gehören Raumplanung und Klimaprojekte zu den großen Herausforderungen der Zukunft. In der Stadt gehen wir eigentlich den Weg wieder zu entsiegeln und das wird Gott sei Dank jetzt ja auch gefördert und das soll gut so weitergehen. Ein tolles Beispiel ist hier die Tankstelle in der Badstraße. Wenn wir neuen Boden, gewachsenen Boden für zivile Zwecke verwenden, das wird immer knapper, dieses Gut, es ist nicht vermehrbar. Es ist auch ein Boden, ein gewachsener Boden, nicht durch Menschenhand wiederherstellbar. Daher ist dieses Projekt Boden gescheit nutzen wichtiger denn je. Ich bin für Mödling sehr stolz, dass wir das erkannt haben und wir sind jetzt auch wieder mal vorne mit dabei. Diese Ideen und Umsetzungen in der Stadt Mödling sind nun vom Verein Landluft gewürdigt und vorgestellt worden. Alle 4 bis 5 Jahre wählt eine hochkarätige Jury österreichische Gemeinden, die zur Förderung, Erforschung und Vermittlung von Baukultur im ländlichen Raum beiträgt und setzt auf die Vorbildwirkung dieser erfolgreichen Gemeinden. Es geht nicht um das einzelne Gebäude in diesen Gemeinden, sondern es geht darum, wie werden Bürger und Bürgerinnen mit einbezogen, wie ist der Dialog mit denen, wie versucht man auch Raumplanung, das ja eine sehr komplexe Materie ist, auch verständlich und begreifbar zu machen, wie passiert es in den Gemeinden und eben auch das Thema, wie kann ich weniger Boden verbrauchen, flächensparend bauen. All diese Dinge fließen in die Kriterien, die die Jury dann beurteilt, mit ein. Im Vordergrund steht also die Inspiration für eine zukunftsweisende Gemeindeentwicklung. Viele weitere Best-Practice-Beispiele aus Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich sind in der Wanderausstellung des Vereins Landluft noch bis zum 22. November im Raiffeisenforum Mödling zu sehen.